Guck mal ganz schnell auf P1. Einmal. Mach ein Foto. Uiuiui. Alter, Junge, was ist hier los? Mach es bitte. Digga, du bist ja immer noch P1. What the fuck? Ja, aber das werde ich nicht bis zum Ende durchhalten können. Einfach weil meine Fahrzeugklassen danach schlechter sind. Ja, aber es ist trotzdem unfassbar geil, damals zu sein, weil es einfach so entspannt ist, oh. Ja, ist tatsächlich entspannt. Ich kann ihn tatsächlich etwas länger halten, das hätte ich nicht gedacht. Ja, deswegen, also. Ja, bis wahrscheinlich die nächste Kategorie kommt und dann ist Kacke am Dampfen. Damit einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu meiner Folge The Crew Motorfest, Folge 46, ne? Mit dabei, der liebe Dennerino, was geht? Moin! Ja, weiter geht's mit Grand Races hier auf The Crew Motorfest und ich habe gesagt, ich wollte jetzt mal den BMW probieren. Es war der hier, war der M-Performance M4 oder war es der M6? Ne, der andere, der. Der M-Performance M4 Racing, alles klar. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem RB18, muss ich sagen. Ich überlege, ob ich gerade. Und hier mal nehme ich jetzt. Probiere. Digga, der kann nicht gut bei sein. Bei der letzten Kategorie, ich würde auch gerne mal den Aston Martin fahren. Digga, ich nehme jetzt diese 1951er Kiste, Alter. Hey, dann nehme ich auch mal was anderes. Ich nehme hier ja, den. Ja, wir müssen durchprobieren. Lancer Evolution. Also, wenn wir mal realistisch sind, um Siege kann man hier eh nicht fahren, weil die Leute einfach, also wenn du vernünftig dann fahren kann man willst. Auch mal andere Karren ausprobieren, ne? Wenn du vernünftig fahren willst, bist du in dem Game auch einfach falsch. Also von daher. Ey, warum kann der den. Ach nee, ist ein anderer. Ich dachte, der kann den OP-Ferrari fahren. Nee. Ist ein anderer dann. Ja, schauen wir mal, ob wir vielleicht heute über P8 hinauskommen. Aber ich würde sagen, zweimal Top 10 letztes Mal war eigentlich gar nicht so schlecht, also von daher. Ja, hat eigentlich schon mal einer von uns da irgendwie ein Rennen gewonnen? Nee, glaub nicht. Ich habe mal privat gespielt und habe gewonnen, aber... Ja. Ist ja nicht aufgenommen. Ja, richtig. Digga, wie die Typen hier immer stehen bleiben beim Starten. Ja, was ist das denn? Hab Booster gezündet. Oh mein Gott, ist das ein Gemetzel. Och, komm, ich hab schon wieder auseinandergenommen. Mann! Ey! Digga, der Zonder ist einfach abgehoben, der ist so schnell. Oh nee, na gut. Wie ihr wollt. Okay, der hat verkackt, der Dude. Scheiße, Digga, die ganze Zeit Booster eingesetzt und nicht geschaltet. Oh mein Gott! Der BMW ist ja echt geil. Mich oh mein Gott, Digga, warum ist der so geil? Mann, Digga! Ah, Digga, er fährt einfach... Wow. Danke. Man hat überhaupt gar keine Chance hier, war irgendwie nach vorne zu kommen, weil die Idioten einfach nicht fahren können. Das ist doch scheiße. Aber der BMW ist nice, muss sagen. Also ja, sag ich ja, der fährt sich echt gut. Wenn er jetzt hier vernünftige Mitspieler hätte, dann würde der, ganz geil sein. Aber man kann ihn halt nicht vernünftig ausfahren, weil du wirst immer wieder geblockt. Und ja, ich merk schon, ja. Hätte ich hier wieder aus, halt guck dir an, wie die fahren, ey. Die sind nur aufs Rumpöbeln. Ey, und dann muss man die Kurve so scheiße nehmen, dass man wieder an der Wiese landet, ey. Boah, hab ich die alle ausgekontert? Ja, ciao! Digga, einfach smartes Racing hier, sag ich dir, wie es ist. Ja, wenn ich das mache, dann sind die auf einmal wieder ganz schnell und plötzlich sind die wieder hinter mir oder in mir und dann... Nein, Digga, jetzt hier aufs Gelände gekommen mit den Slicks, Alter, einfach nicht fahrbar. Digga, du kannst nichts machen! Er leckt einfach nicht auf... Aua. Scheiße, Digga, wieder alles umsonst, ey. Mit Slicks bringt's halt einfach nichts. Ja gut, jetzt wird es wieder eigentlich relativ langweilig hier, weil... Jo, was macht er für eine Dive-Bomb?
Oh Gott. Oh, Junge! Oh Gott. Nee, Gelände geht einfach mit diesen Kisten hier nicht. Digga! Der Typ wäre fast auf mir drauf gelandet. Jetzt habe ich viel Anschluss verloren, jetzt muss ich mal wieder ein bisschen hier... Driving. Ja, was hast du da vorne? Mich weggerabt und selber in den Sand gefahren. Geil. Hat sich wieder gelohnt, nicht zu bremsen. Digga, super. Was war das denn schon wieder? Jedes Mal muss sowas drin sein. Ja. Oh Gott, Alter. Aber ich habe auch, also dieser Invori Tower ist auch so ein OP-Formula, also. Ajo. Danke. Ja, weil die vor mir wieder verkacken. Ja, ciao. Mann. Oh, danke für den Ansprung hinter mir. Oh. Ah! Oh mein Gott, weil gerade der Transformer war, bin ich nicht gegen die Wand gefahren. Ach du Scheiße, Digga. Jetzt habe ich diese Scheißkiste. Transformpunkte, die sind auch der größte der Welt. Oh Gott, ich hab das, geht gar nicht, ey. Das war verkackt wegen diesem Transformpunkt, der hat voll in die Wand gebrettert, weil diese Scheiße nicht transformiert hat. Mhm. Autobots, transformiert euch. Digga, was ist das für eine Kiste? Oh mein Gott, das denke ich mir auch gerade. Also ich mein's geil, also die ist ja mega, Digga. Das ist richtig beschissen. Digga, an dem Porsche kommt echt nichts ran. Das ist einfach das Nonplusultra auf der Stufe. Digga, der hat so viel Leistung, ist unfassbar. Oh, bitte! Digga, die Steuerung macht einen wahnsinnig bei so einem Fahrzeug. Digga, aber ich kann hier den Porsche echt angreifen, also... Die Kiste ist... Also, so, die fährt nicht so, wie sie aussieht, sag ich mal. Mein Gott, Digga, das ist einfach... Alter, Junge. Digga, ich hab den Porsche eiskalt geholt, Mann. Die Karre aber ist nicht, ja mal... Nicht den E-Porsche, oder? Nee, irgend so einen alten, aber... Ja, Digga, ich hab hier eine 1950er Karre, also... Was ist das denn? Okay, zwar nur P12, aber mit der Karre echt was gerissen. Ich dachte, mit der versage ich komplett. Nee. Die hat echt abgeliefert. Ich glaube, die nehme ich wieder. Krass. Ich würde jetzt echt gerne mal ins Ziel kommen wieder. Bitte. Ja, ich schaff's. P12 von 27, Alter. Oh Mann. Alter, P17, Digga. Ich werde einfach nicht besser. Im Gegenteil, man. Ja, nee, das hat damit nichts zu tun. Du kannst halt einfach nicht. Wäre es kein Kontakt, wäre ich safe P7, 6 gewesen. So. Einfach, weil du einfach mal vernünftig fahren kannst, weil du nicht rausgedrückt wirst und mit Formula rausgedrückt zu werden, bedeutet, du musst dich zurücksetzen, weil du auf dem Gelände einfach nicht fahren kannst. Das würde mich auch echt mal interessieren. Oh, jetzt sind andere Kategorien. Ach du Scheiße. Digga, gleich zweimal Rallye jetzt für zwei Rennen. Kann ich direkt einpacken, Alter. Kann ich direkt einpacken. Alles klar. Süche 1 immerhin okay. Habe ich eine ganz gute Karre am Start, aber...
Gut, naja, genau, da haben wir unseren Audi. Der muss es auch sein. So, und hier nehmen wir unser typisches Ding, hier den Audi, den BMW und dann den Citroën. Eigentlich meine beste Kombination, muss sagen. Die macht's eigentlich immer. Tja. Wo bist du? Hab versucht aufs andere Schiff zu springen, aber ich fährt verkackt. Egal, es geht's. Ah, ne, doch nicht. Nee, Digga, lass es sein. Und da bist du, nee. Hast du auch gerade den Audi, oder? Ja. Naja, dann habe ich dich dort gesehen. Ah, jetzt geht's los. Mach ich mal grad! Zu dir fahren! So, jetzt hey, richtig dicke Mucke am Start. Richtig dick, richtig fett, richtig geil. Ab geht die Post Hop 5. Digga, ich starte schon wieder auf P24. Digga, ich starte ganz hinten. Startposition fragen auch dazu, weil das weit vorne ist, weil... Nee, richtig. Erstmal durch das Getümmel in die... Ja, Digga, da hat man ja gar keine Chance, also... Durchschlängeln. Ja, Digga, wie ist schon wieder vor mir einfach... überall einschlägt. Ich bin bisher eigentlich ganz gut durchgekommen, muss sagen. Ah! Was macht der? Och nee. Digga, oh mein, oh. Oh nee, ich weg! Nicht. Oh Gott, Digga, es wird gleich so schlimm. Alter! Digga! Ach, Junge! Moin! Oh. Rein, Dive-Bomben! Oh, kann sich das Feld bitte entspannen? Digga, hier wäre jetzt mein Porsche geil gewesen. Junge, warum ist deiner so viel schneller? Ja, Digga. Also was für Digga, gleiche Karre, gleiche gefahren. Also da kann irgendwas nicht richtig sein, Digga. Manchmal ist die manuelle Schaltung halt doch besser. Ja, wie viel schneller die sind. Die ja. Sitz mit der Audi ist okay, Digga. Also wir fahren allen vorbei mit dem Ding. Ja, ich werde die ganze Zeit überholt von allen anderen. Ey, hör doch mal auf ständig zu Ramas, Alter. Ramerino. Oh Gott. Ja, ist es wieder lächerlich. Digga. Ja.
Ach, Digga, Mann, diese scheiß Steine auch immer. Ah, P10 gerade, aber. Digga, ich bin ja P16. Ich hab gar keine Aussicht, hier irgendwie mal voranzukommen. Meine Fahrzeuge sind viel zu langsam. So, und die letzte kommt jetzt hier, die Rallye. Die Wasserstelle. Hey, Digga, nicht die Wasserstelle. Ist das jetzt dein Ernst? Oh, mein Gott. Wie ich die hasse, die Stelle. Man wird instant hier auf 80 runtergebremst. Was soll man denn damit? Die Scheiße ausdenkt. Nee, die Stelle finde ich scheiße, ehrlich. Scheinbar zwei oder einen Platz gut gemacht hier, aber auch nur knapp, Digga. Ja, die anderen sind weg, Alter, einfach. Digga, man sieht nix. Nix! Digga, nicht mal beendet? Keine Chance, da irgendwie zu kommen. 10. Platz, Alter. Komm, ein letztes Rennen müssen wir jetzt noch machen. Dann haben wir es erledigt. Oh, Alter, aber das Rennen war irgendwie auch nicht so. Digga, was haben die da jetzt neuerdings für diesen neuen Peugeot, Alter? Der scheint übelst OP zu sein. Die hatten alle den gleichen. Kann ich mich jetzt neu anmelden hier, oder? Gerade eben stand, du nimmst schon an einer Aktivität teil, deswegen wurde die Einladung automatisch abgelehnt. Denke ich mir auch so. Nice. Ah, es gibt jetzt ernsthaft nochmal die Kategorie. Ja. Hoffentlich diesmal ein bisschen kürzere Strecke. Die Scheiße, die Kategorie. Ja, viel an der Außenküste lang.
Das ist, glaube ich, die gleiche, oder? Zumindest für den Start. Naja, machen wir Beste draus und dann haben wir's. Bleib bei meinen Fahrzeugen. Komm ich jetzt endlich mal auf den scheiß anderen Flugzeugträger. Nein, komm ich nicht, weil die Wichser mich selbst hier wegrammen, Alter. Also die Kategorie ist für mich vollkommen scheiße. Ja, ich hab's geschafft. Bereit machen. Breit. Da steht bereit. Ein breit. Punkt verschießen. Komm schon. Das sind so gefühlt die drei beschissensten Fahrzeugkategorien, die ich habe. Und genau die kommen jetzt an. Ich finde, die können auch mal so ein Rennen machen, wo man auf Boot oder so switchen kann, weil das hatten wir noch gar nicht. Ja, ich verstehe auch nicht. Da bringt ihr das Feature wieder ins Game, so wie beim Vorgänger, aber nutzen es irgendwie gar nicht so. Das verstehe ich nicht. Oder auch mal Flugzeug. Da ist halt, ja, da ist halt so viel Potenzial auch, muss ich sagen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Welche Rennen wir eben? Ne? Zumindest hier am Anfang. Welche Strecke? Oh Gott. Oh, Digi. Ich hätte es durchgereicht. Bringt mir eh nichts, jetzt nach vorne zu kommen, weil spätestens bei der letzten Fahrzeugklasse überholen die mich wieder alle. Ich war einmal kurz P5, ja? Ich will es nur mal anmerken. Nice. Den Erfolg werde ich nicht mehr haben. Digga, mach doch Weg frei, Junge. Blockier nicht. Digga, ich bin am Anbremsen auf die Kackkurve, nur Zuschauer. Ich war immer P3! Krass! Ich bin immer noch P3! Aber der hinter mir, der drückt schon am Arsch. Der wird mich gleich wegschieben. Den Triumph. Oh, herrlich. Oh, guck mal ganz schnell auf P1. Einmal. Mach ein Foto. Oi. Alter, Junge, was ist hier los? Mach es bitte. Digga, du bist ja immer noch P1. What the fuck? Ja, aber das werde ich nicht bis zum Ende durchhalten können. Einfach weil meine Fahrzeugklassen danach schlechter sind. Ja, aber es ist trotzdem unfassbar geil, damals zu sein, weil es einfach so entspannt ist auch. Ja, ist tatsächlich entspannt. Ich kann ihn tatsächlich etwas länger halten, das hätte ich nicht gedacht. Ja, deswegen, also. Ja, bis wahrscheinlich die nächste Kategorie kommt und dann. Dann ist Kacke am Dampfen. Ah, scheiße, Kurve verkackt. Wo holt er mich? Fuck! Aber immer noch P2. Wenn ich in den Top 10 wäre mal, dann wäre ich schon sehr zufrieden. Aber gut, ich hole mir erstmal den P1 zurück, läuft. Jetzt kommt hier der nächste und bettelt sich hier. Alter, es ist ein Kampf hier vorne gerade. Ja, Audi scheint doch stabil zu sein. Oh nein, Rally Raid.
bist du gerade? Direkt hinter dir. Oh nee. Echt nice. Auf jeden Fall schon mal schöner, dass wir mal einmal ein bisschen weiter vorne mitgefahren sind. Mhm. Jetzt werde ich schon so ein bisschen da hinten. Mach nicht diesen! Ey, Digga, wie er wieder diesen macht. Jeros, Alter. Ja, aber guck dir doch mal an, du bist hier dabei, ja. Kaum stören die Leute nicht so krass. Ja, es ist, da sieht man es mal. Und jetzt sieht man auch, dass die... Komm, das müssen wir mitnehmen. Oh ja, ich habe Windschatten jetzt hier. Doppelt. Oh, boah, ja, Mann. Bam. Oh Gott. Oh nee. Nichts wie weg, da hinten kommen schon wieder die nächsten. Ich will den P3 verteidigen. Ja, Mann. Ich meine, die anderen beiden sind ja auch noch in einer erreichbaren Nähe. Also man kann ja durchaus noch was machen. Oh, Digga, die Steine, echt. Ja, der ist aber auch nicht schlecht, der Typ. Ja, aber das ist... Das der gibt einen Daumen Battles. Hoch, Alter. Ja, das ja, sind ja. Geile Battles hier mit dem. Das macht echt Spaß gerade. Da ist auch völlig okay, wenn der dann besser ist als ich. Dann sage ich, gut, er fährt einfach besser. Okay, jetzt kommt gleich die letzte Kategorie. Da einfach reinjodeln. Kommt gleich Rally. Mhm. Okay, jetzt geht's. Oh, nicht gut. Oh, danke. Nicht geboostet. Windschatten. Ja. Ja, hier ist eine Rampe. Nein, was machst du? Digga, der andere ist weg. Der dritte Platz gehört im Kampf. Gehört uns, der Kampf. Ja, wenn ich jetzt nicht verscheiße hier gerade. Der nächste kommt ja auch schon hinter uns. Drei und vier, Alter. Und da vorne sind die ersten beiden. Sie sind auch so zum Greifen da, Mann. Scheiße, gegen Stein, Alter. Jetzt kommst du ran, los. Ah! Egal, diese Mauern. Ja, los, wird Schatzerino, jawohl. Ich nehme die... Ja. Hä, die Pfeile waren ja richtig dumm gezeigt. Ja, verkackt. Weil die Pfeile in eine völlig falsche Richtung, ja. Digga, was ist das für ein Respawn-Punkt? Scheiße. Okay, ja. Los, Digga, los. Okay, das hat das Spiel aber verschissen. Danke für nichts, Alter, ganz ehrlich. Warum zeigen die Pfeile nach links, wenn man gar nicht nach links muss? Ja, Digga, ich habe auch die Rampe so scheiße getroffen. Ich dachte auch, ich fliege irgendwie... Wow, Alter. Da wäre so viel drin gewesen, ey. Ich war einfach im Kampf um P3 gegen dich. Das war so geil. Mhm. Und dann macht dieses Spiel so dumme Sachen, ey. Ubisoft, ihr seid kacke. Ich muss mich jetzt noch gegen diesen Jeros verteidigen hier. Den will ich jetzt einfach mitnehmen, Alter. Ich glaube, in der Aufnahme noch nie Treppchen gewesen. Oh, du wenigstens den dritten. Gott, was mich jetzt abfuckt, ey. Ja, glaube ich. Hab mich halt zu sehr auf die Fahrlinie konzentriert und nicht auf die Karte geguckt, wo man wirklich hin muss. Digga, der Typ ist viel smarter gerade gefahren. Oh ja, er hat verkackt. Ja, müsste drin sein. Müsste passen, Alter. Ja, Digga, da ist das Ziel, Alter. P3. Jawohl! Da ist er noch zum Abschluss. Oh. Aber ich hätte es dir eigentlich gegönnt, Mann. Dieser eine Sprung war... Der eine Sprung war echt... nicht so geil. Für was hat es jetzt noch gereicht? P12. Ach, gleich vorbei, Alter. Wenn ich noch kriege, ja, P12, Digga. Wow. Oh, schade.
Danke für nichts, Spiel. Danke für nichts. Was war passiert hinter mir? Ich hab nicht gesehen. Aber du bist komplett in eine falsche Richtung gesprungen, oder? Nein. Ich bin über die Rampe und die Pfeile waren auf der Rampe so in diese Richtung. Also bin ich so lang gesprungen. Dann bist du aber direkt in so eine Schlucht reingeflogen. Und das Problem war, dass der Respawn-Punkt genau so war, dass du als nächstes wieder in die Schlucht reingesprungen bist. Wow. Und dann musste ich dann erstmal zweimal und dann vollbremsen, um dann nach ganz rechts zu ziehen. Es war richtig scheiße, Digga. Komplett unnötig. Gut, dann sind wir. Strecke falsch markieren hier. Dann müssen wir am Ende der Folge ankommen, Freunde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Wenn ihr zeigt mir gerne mal eine Bewertung und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut, ciao! Ciao.